Handicap war gestern. Mit den neuen BMWs soll die Zieleinfahrt präsenter, vielseitiger und komfortabler vonstatten gehen. Denn BMW hat sozusagen eine extra Dayscore-Runde eingelegt und seine Modelle noch besser gemacht. Und weil BMW und Golfen so gut zusammenpassen wie eben BMW und Golfen, konnte man am Samstag, den 24. Oktober, den neuen BMW X1 und 7er BMW am Golfplatz Montfort in Rankweil bewundern. Ausgestellt wurden die Modelle von der Firma BMW Baumgartner aus Nenzing. Deren Geschäftsführer weiß, die leidenschaftliche Beziehung zwischen den Klasse Autos und dem Holz, Butter und Eisen kommt nicht von ungefähr. BMW ist auch sehr engagiert im Golfsport und viele BMW-Fahrer sind begeisterte Golfspieler und umgekehrt sind auch viele Golfspieler begeisterte BMW-Fahrer, auch bei unseren Kunden. Und die neuen Modelle sind ein sogenanntes Hole-in-One. Die neue Technik ist effizienter, emissionsärmer und bietet beim X1 dank der neuen Plattform auf dem Frontantrieb wie der Active Tourer eine optimale Raumökonomie. Zum Raumkomfort kommt beim neuen BMW X1 ein ausgesprochen geräumiger Gepäckraum. Die Rücksitzlehnen lassen sich bereits in der Basisausstattung umlegen. Die Rückbank kann in Längsrichtung verschoben werden. Der neue 7er steht natürlich für Luxus, Komfort, Wohlbefinden an Bord. Und das verbunden mit höchster Effizienz. Auch Weltneuheiten kann man an Bord des 7er BMW finden. So zum Beispiel die BMW-Gestiksteuerung für Komfortfunktionen, ferngesteuertes Parken oder der BMW-Display-Schlüssel mit wichtigen Funktionsanzeigen. Der neue X5 Plug-in-Hybrid hat jetzt die Besonderheit, dass er nicht nur während des Fahrens die Batterie lädt, sondern man kann ihn jetzt Plug-in anstöpseln. Und man kann bis 120 km/h rein elektrisch fahren und das bis zu 30 km. Es werden auch weitere Modelle mit dieser Plug-in-Hybrid-Technik bei BMW kommen. Und natürlich bietet auch die Hybrid-Version alles, was einen BMW X5 ausmacht. Raum, Vielseitigkeit, Sportlichkeit und Dynamik. Die Besucher konnten aber nicht nur den besonderen Duft nagelneuer Autos genießen, sondern bei Wunsch auch erstmals Golfluft schnuppern. Ja, es ist für uns natürlich sehr schön, dass so viele Leute die Gelegenheit nutzen und unseren Golfpark besuchen, den neuen BMW anschauen, aber vielleicht auch der eine oder andere sich bemüht, einmal einen Schläger in die Hand zu nehmen. Haben jetzt schon sehr, sehr viele gemacht und es ist interessant zu sehen, dass die Leute überrascht sind, dass es doch ein Sport ist, dass es anstrengend ist, aber dass es auch unheimlich Spaß machen kann. Und das haben die Leute jetzt hier gesehen und es freut mich sehr, dass so viele eben diese Möglichkeit auch nutzen. Wie kommt man auf die Kooperation, den Dialog zwischen BMW und Golf? Wie kam das? Das hat sich so ergeben, weil eben durch das neue Clubhaus die Location natürlich mitten im Rheintal auch für das Autohaus Baumgartner eine gute Gelegenheit war, sich mitten im Rheintal zu präsentieren. Das Ganze untermalt von zweierlei Catering, die für die Gaumenfreuden zuständig waren, während in manch einem Besucher zweierlei Leidenschaften geweckt wurden für schöne Autos und für die Sportart Golf. Ja, ist ein tolles Event, immer tollen Ambiente, Wetter passt auch, also toll. BMW hat immer schöne Formen und gute Technik und Sportlichkeit und das verbindet sich schön mit dem Golfsport. Ich fahre selber auch einen BMW, ja, natürlich, ja. Und die Technik und das Hightech, das ist einfach begeisternd, ja. Weil ich habe das Auto schon bestellt und jetzt sehe ich das erste Mal in der Tour. Was für ein Auto ist das denn? X1. Und Sie würden gerne heute schon damit nach Hause fahren? Am liebsten schon, ja, wenn ich es gesehen habe. BMW ist einfach von der Jugend her schon ein Traum gewesen. Der Jugendtraum, BMW hat mir einfach etwas zugesagt und auf das haben wir auch eingelassen. Wenn Sie sich die neuen Modelle hier heute so ansehen, mit welchen würden Sie gerne nach Hause fahren? Mit dem alten doch. So träumt wohl manch einer der Besucher noch am Abend von schönen Rundungen, denen eines geschwungenen Golfschlägers oder eines neuen formschönen BMW X1.